Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und jo, willkommen zurück hier auf der NF Marsch zur Dienstagsfolge, müsst ihr dazu ein, ja, Dienstag. Ja. Drescher läuft, auch wenn der Schneidweg ein bisschen kleiner ist. Vielleicht finde ich das andere ja noch. Mal gucken. Das andere wäre dann aber auch nur 14 Meter. Also ich habe jetzt noch so gecheatete Dinge gefunden mit 37 Meter, mit 25 Meter und aber ganz ehrlich, nee. Also das, nee. Nee. Also wir wollen so ein bisschen realistisch haben wir hier dann doch wohl bleiben. Ne? Also, ich meine, ich hier mache es zwar auch ganz gerne zwischendurch mal ein bisschen cheaten, ja, klar. Aber hier. So heftig muss es hier auch nicht sein. Also, ich muss eben den Moment wieder runterstellen. Dahin. Das wird jetzt zwar nicht allzu doll werden, jetzt hier, aber. So, machen wir das mal wieder. So. Okay. Genau, ich hatte ja gestern noch davon erzählt, dass ich ja auch ETS wieder für euch aufgenommen habe. Also wenn ihr auch Lust, Interesse habt, auch gerne da mal vorbeischauen. Es sind diesmal tatsächlich auch nicht Folgen. Ah, die sind ein bisschen lang geworden. Ich wollte unbedingt eigentlich die Tour komplett in eine Folge packen. Hat zwar auch funktioniert, aber. Ja, dieses lästige Einparken, ne? Wirklich dieses verdammt lästige Einparken. Es waren in der jetzigen Wochenendsfolge etwa so bescheiden. Also war nicht schön. Aber ich habe es trotzdem hinbekommen. Also hat da leider ein bisschen länger gedauert, aber. Ich habe da auch, glaube ich, irgendwann gesagt, sind wahrscheinlich schon einige, die abgeschaltet haben. Macht aber auch nichts. Aber es ist schön. Es fährt sich angenehmer. Vor allem jetzt, dass man auch richtig vernünftig gut schalten kann. Das mir gefällt das echt gut. Und was war es noch? ETS habe ich auch wieder installiert gehabt. Habe ich auch des Öfteren jetzt wieder mal gespielt. Was da mir auch aufgefallen ist, durch die neuen Patches, die kamen, was ich jetzt ein bisschen doof und schade finde, dass mein, eigentlich mein Lieblings-LKW, wenn ihr mal so will, den haben sie irgendwie rausgeschmissen. Ich habe den schönen Volvo gehabt aus dem Originalspiel. Ich habe den auch ganz eigentlich auch im Spiel gehabt. Auch nach dem Patch war der noch da, tatsächlich. Aber ich habe ihn dann nachher verkauft, weil ich gedacht habe, ich probiere mal einen anderen aus. Einen anderen LKW. Ich glaube, da hatte ich das probiert mit dem Scania. Aber hier. Da hat mir irgendwie komplett auch der Sound überhaupt nicht gefallen. Absolut nicht.
Da wollte ich mir den tatsächlich, da wollte ich den Scania wieder verkaufen und wollte den Volvo den wieder haben. Und dann sehe ich beim Volvo-Händler nur 4 Autos. Und da denke ich mir auch, wieso 4? Wo ist denn der Rest? Also weiß ich nicht, finde ich ein bisschen schade, dass sie die LKWs alle rausgeschmissen haben. Oh, ich habe gerade wieder so eine richtige heftige Müdigkeitsattacke. Ich habe letzte Nacht eigentlich gar nicht geschlafen. Ist jetzt natürlich, jetzt geht er natürlich ab hier, ne? Also jetzt mittlerweile ist es. Ja. Das ist gleich 9:30 durch. Ja. Also ich sitze eigentlich auch schon längst, 7 Uhr oder was, sitze ich auch schon wieder am Rechner. Also wir haben jetzt hier Mittwoch, wo ich aufnehme, tatsächlich. Und ich nehme tatsächlich jetzt als erstes tatsächlich die Marsch auf. Wie auch in der letzten Woche habe ich auch tatsächlich die Marsch als erstes aufgenommen. Also finde ich jetzt ein bisschen sinniger, weil die Marsch jetzt ja eigentlich um 14 Uhr kommt und die Südhermann um 16 Uhr. Finde ich jetzt irgendwie ein bisschen sinniger, die Marsch erst aufzunehmen. Ja. Oh, ich gucke gerade drüben auf dem anderen Monitor. Ich gucke auf den Timer und dann steht da 0. Aber das ist der Timer für den Stream. Oh, ja. Ja, es ist, es ist furchtbar. Es ist wirklich furchtbar. Wenn du hier nicht richtig schlafen kannst, also diese Mondphase, die gibt mir auch schon ganz auf den Sack. Können wir nicht vorstellen. Also in den letzten Tagen geht das eigentlich fast nur so. Dieses hier, ne? Und dann über Tag bist du so kaputt. Da muss ich mir gleich mal irgendwie ein Abfahrgespann organisieren, ne? Ach, da können wir auch den LKW nehmen, ne? Jo, eigentlich schon, ne? Jetzt habe ich schon wieder die Maus an der Hand. So, ich werde jetzt aber, glaube ich, hier jetzt einmal abtanken. Ah ja, okay. Also das ist jetzt hier... Würde ich ja eigentlich hier nochmal... Warte, mal zuerst, bevor ich das nämlich vergesse. Weil ich wollte nämlich die nächste Taste hier... Jetzt kommen wir natürlich da wieder drauf an, welche das ist. Das nicht sein. Das ist jetzt natürlich jetzt wieder so eine Frage, wo ist die? Nee, könnte die doch nicht sein, oder?
das ist ja hier schon Platino. Ne, das ist es nicht. Könnte vielleicht doch sein, dass das die ist, weil ich habe die Taste nämlich noch nicht vergeben. Die R-Taste. Nur hier ist natürlich jetzt streichen das klar, dann nicht die ist, aber ich probiere das mal aus. Ich lege mir die. Geht nicht. Ich kann mir die hier auf. Wieso kann ich mir die jetzt nicht auf eine andere Taste legen? Ja, drücken Sie eine Taste. Das mache ich. Das mache ich hier wie ein Wilder. Aber es funktioniert nicht. Oder funktioniert das nicht? Komisch. Eine Taste kann ich drauflegen. Oder einen Buchstaben. Wieso kann ich da jetzt die Tasten nicht benutzen? Ich kann diese Tasten am. Ich versuche das auf dem Joystick. Ich kann die nicht belegen. Ist jetzt wieder so eine Frage. Habe ich auf dem. Nö. Ich kann auf dem Joystick so hier nichts. Boah, ey. Ich will es jetzt nochmal testen. Nee, ich kann es nicht. Das geht nicht. Ja, das geht auch nicht, weil ich das nicht hier machen kann, sondern ich muss das ja. Sorry, verzeiht's mir. Muss es ja auch hier machen. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wo das jetzt war. Spielinteraktion. Ne? Versuchen wir das mal. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit der Taste funktioniert. Beziehungsweise ob das die Taste ist, die hier. Ne? Also, wenn ihr mir so halbwegs folgen könnt. Wieso hat er denn jetzt den Kurs verlassen? Er hat den Kurs verlassen? Und er hat den Kurs verlassen. Das finde ich jetzt ja auch nett, das. WTF. Also irgendwie einen Kurs verlassen hast du jetzt eigentlich ja nicht, aber hast du aber aufgehört. Ist hier neue Version ist auch am Start. Jetzt mal hier einen ganz kleinen Augenblick hier sitzen bleiben. Oh, jetzt fährt er weiter. Du hast dasselbe Problem, oder? Ja, da war ja noch was. Boah, ein schweres Gewicht für, ne? Also wenn sich das jetzt nicht ändern wollen würde, dann gehe ich auch sehr gerne wieder eine Version runter. Ist mir nicht auch Ruppe. So. Wir. Verdammt. Die Mulde ist ja hier
Die Mulde ist ja oben. Die ist ja beim Drescher. Stimmt. Ja gut, mach nichts. Dann können wir auch ja hier. Einen Anhänger nehmen. Ne? Ja. So, jetzt will ich aber noch hier was wissen. Naja, ganz sauber ist er nicht geworden, ne? Aber die Maschine ist sauber. Ja, ich gehe hier. Denn hier wird wohl an dem Ding ein bisschen manipuliert worden sein, das Vesuviana in seinem Safe gegeben hat. Aber gut, egal, egal. So. So, mal eben schnell hier meinen Titel eben schnell drüben reingeschrieben, bevor ich ihn vergesse. Ich will nochmal einmal gucken, ob hier, dass ich schon was getan habe mit dem Bodenproben. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Oder muss man das irgendwie aktivieren? Weil irgendwie dauert das ganz schön lange, muss ich sagen. Ne? Hm. Ja, ja. Ich wollte auch nur das Rohr einfahren. So ein bisschen mehr Licht haben wir jetzt auch. Okay, muss wieder entladen werden, okay. Der JCB ist wahrscheinlich jetzt leer gewesen. Kommt jetzt wahrscheinlich wieder. Okay. Na gut. Aber dann würde ich sagen, wir machen jetzt so einen Deckel drauf. Dann sage ich wieder danke fürs Zuschauen. Und ja, sehr, sehr gerne. Ne? Morgen wieder dabei sein, wenn ihr mögt. Ich bin dann wieder hier. Ja, hoppla. Ach, schön. Mein Scheißdeck hat sich gerade gelöst. Ach, herrlich. Aha, gut. Dann muss ich gleich hier. Gut, dann will ich jetzt Pause haben. Alles klar. Dann sehen wir uns sehr gerne morgen wieder. Bis dahin.
Ciao, ciao.